Bereits seit vergangenem Oktober, als die einzige neuapostolische Kirche an der Langen Straße in Hooksiel endgültig den Besitzer wechselte, spukte in vielen Köpfen die Frage, was dort eigentlich geschieht. Denn die neuen Eigentümer Martina und Klaus Minkner machten seitdem ein großes Geheimnis aus ihrem Vorhaben. Dabei wurde dort den ganzen Winter über gezimmert, gemalt und dekoriert. Nun haben die Minkners das Geheimnis gelüftet. Am 4. April soll in der ehemaligen Kirche ein Gespenstermuseum eröffnen. Die Idee dazu hatte Sohn Elias bei einem enttäuschenden Geisterbahnbesuch auf einer Kirmes. Der genaue Name des Gruselhauses bleibt bis kurz vor der Eröffnung geheim.